Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen seid. Ihr dürft euch setzen. Sonst. Wir kommen aus Thisted. Und wir. Ein W. Mike? Ach so. Okay. Lauter. Sie ist noch was kurz in Englisch. Sie sagt, sie ist nicht so gut in Englisch. We are bringing greetings from Thisted. Also wir bringen mal Grüße aus Thisted. And a greeting from God. Und auch Grüße von Gott. Amen. When we were singing, no? Als wir gerade gesungen haben. I saw how the ceiling was opening. Habe ich gesehen, wie die Decke geöffnet war. And a mighty light. Und ein mächtiges Licht. Und da kommen Engel mit. And angels were coming down. Und Engel kamen herunter. So da war Engel her. So angels were standing over there. Engel standen dort. And over here and down the wall. Und da auf der Seite der Wand auch. Wenn die Stuhlbar stehen. They were not just standing. Aber sie standen nicht nur einfach. They were also moving around us. Sondern sie gingen auch um uns herum. And touched people. Und sie berührten Menschen. Okay. So God is here. Also Gott ist hier. Amen. His angels are here. Seine Engel sind hier. Amen. And he wants to tell us something today. Und möchte uns heute etwas sagen. I'm very pleased to be here today. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein heute. It's a pleasure to be here. Es ist für mich eine Ehre. Really feel that this is the house of God. Wir können fühlen, dass das das Haus des Herrn ist. The house of God is not the building. Das Haus Gottes ist nicht einfach ein Gebäude. It's the people. Sondern es sind die Menschen. Each one of us. Jeder einzelne von uns. Is the house of God. Ist das Haus Gottes. In 1 Peter. Im 1. Petrus. Chapter 2. Kapitel 2. Verse 4 and 5. Die Verse. Die Verse 4 und 5. I'll read it from the English version, the Message. Ich lese die Botschaft einmal in Englisch. Welcome to the living stone, the source of life. The workman took one look and threw it out. God set it in the place of honor. Present yourselves as building stones for the construction of a sanctuary environment with life in which you will serve as holy priests, offering Christ approved lives unto God. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. We need to come to Jesus. Wir müssen zu Jesus kommen. Jesus, he is the living stone. Jesus, ist der lebendige Stein. When we come to him, wenn wir zu ihm kommen, then he can use us as living stones. Dann kann uns als lebendige Steine gebrauchen. What would it say that I am a living stone? Was wäre es, wenn ich sage, ich bin ein lebendiger Stein? What does that mean? Was heißt das? What does it mean that Alex is a living stone?
Was bedeutet es, dass Alex ein lebendiger Stein ist? Every one of us. Jeder einzelne von uns ist es. I have a presentation, and I would like the first slide to be up there now. Ich habe eine Präsentation und ich möchte gerne die erste Folie zeigen. If it's possible. Wenn das möglich ist. Wenn du dich mal mit einem von diesen Puzzleteilen vergleichst, then if I just take the blue one, for instance, nimm dir vielleicht mal einfach das blaue and just hold it up. Und halte es mal hoch. What is it? Was ist das? Just a little piece. Es ist einfach nur ein kleines Teil. If we take the top one down there, there's just only a small black line on it. Und wenn du das kleine blaue da oben siehst, dann hat es nur eine kleine schwarze Linie drauf. But it's part of the puzzle. Aber es ist Teil des Puzzles. If we take the next slide, wenn du die nächste Folie nimmst, not yet. Slide number two. It could be Alex. Es könnte Alex sein. If we take the next one. Wenn wir die nächste Folie nehmen. Now we have one more. See if I can find it. I think it was this one. Ich glaube, es war dieses hier. It could be Thomas. Es könnte Thomas sein. Take the next one. Nimm mal die nächste. One more. Noch eins dazu. Next. Nächste. Next. Nächste. Now we are building. Jetzt bauen wir. The puzzle. Jetzt legen wir dieses Puzzle zusammen. One more. Noch eins. Together. Zusammen. We are the puzzle. Sind wir das Puzzle. What is it? Was ist das? This is a house. Das ist ein Haus. Built on a foundation. Gebaut auf ein Fundament. The foundation. Das Fundament. Is Jesus. Ist Jesus. But the house is built on the foundation. Aber das Haus ist auf das Fundament gebaut. In the house it says, Bückhuse, build the house. Im Haus heißt es, bau das Haus. So together, so gemeinsam, we can make the puzzle. Können wir das Puzzle. Alex cannot do it himself. Alex kann es nicht alleine. Thomas couldn't. Thomas kann es nicht alleine. I cannot do it myself. Ich kann es nicht alleine. But together, aber zusammen, we can make the puzzle. Können wir das Puzzle schaffen.
together, we can build the house. Können wir das Haus bauen. We need it out each other, huh? In Jeremiah 18. In Jeremia 18. We can read about the potter. Können wir lesen vom Töpfer. In verse 4. In Vers 4. Jeremiah is told to go down to the potter's house. Jeremia gesagt, dass er zum Haus des Töpfers gehen soll. And in verse 4 we read. Und in Vers 4 lesen wir. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again another vessel that seemed good to the potter to make it. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. What Jeremiah sees here, was Jeremiah hier sieht, is that the potter is making dass der Töpfer etwas auf seiner Töpferscheibe kreiert. And it's not being exactly like the potter wanted. Und es ist nicht genau das, was der Töpfer sich vorgestellt hatte. So he just takes the clay. Also nimmt er den Ton. And then he starts all over again. Und fängt von vorne nochmal an. If I'm not in the right shape as a piece in the puzzle. Habe ich das richtige Puzzle, die richtige Puzzleform gefunden? Then Jesus would cut it so that it fits in the puzzle. Und Jesus würde es schneiden, dass es hineinpassen würde in das Puzzle. But it requires that I allow him to do that. Aber das braucht, dass ich bereit bin und ihm die Erlaubnis gebe, das zu tun. He'll not do it if I'm not ready. Er wird das nicht tun, wenn du nicht bereit bist dazu. In 1. King, verse 6, chapter 6, verse 7. Im 1. Könige 6, Vers 7 heißt es: And the house, when it was in building, was built of stone made ready before it was brought thither, so that there was neither hammer nor axe nor any tool of iron burnt in the house while it was in building. Und als das Haus gebaut wurde, waren die Steine bereits ganz zugerichtet, so dass man weder Hammer noch Beil noch irgendein anderes eisernes Werkzeug zum Bauen hörte. What this story is about, was die Geschichte, worum diese Geschichte handelt, is when they are building the temple. War, als sie den Tempel bauten. They are building the temple. Sie bauten den Tempel. And then we read here, und dann können wir hier lesen, that all the stones for the building, dass alle Steine für das Gebäude was made ready outside of the building site. Bereits vorbereitet waren außerhalb des Gebäudes. Which means that there was quiet at the building site. Was so viel heißt, wie dass da eine absolute Stille auf der Baustelle war. So that they could concentrate on just building. Und sie sich absolut nur darauf konzentrieren brauchten, zu bauen. As I see, then we are made ready for our position in God's house outside. Ich kann sehen, dass wir schon vorbereitet wurden außerhalb des Gottes des. As I see, we are made ready. Ich kann sehen, dass wir bereit sind. Outside. Außerhalb. Which means that when I am at home. Was so viel heißt, wie wenn ich zu Hause bin. Then God can shape me. Dann kann Gott mich bearbeiten. He can make me ready. Er kann mich bereit machen. So that I fit
in the house. Damit ich in das Haus hineinpasse. He can make me the puzzle. Er kann mich zu dem Puzzlestück machen. So that I fit in exactly. Damit ich ganz genau hineinpasse. Where I am supposed to fit in. An der Stelle, wo ich genau hineinpassen soll. So you're not here just because you're here. Also bist du nicht einfach nur hier, weil du hier bist. You are here because God has a plan for you. Sondern du bist hier, weil Gott einen Plan für dich hat. You are a piece of the puzzle. Du bist ein Stück für das Puzzle. You are a piece of the building. Du bist ein Teil des Gebäudes. So when we are being made ready. Also wenn wir vorbereitet werden. Then when we come together. Und dann zusammenkommen. When we can build the house of God on this place. Dann können wir das Haus Gottes hier auf der an diesem Ort bauen. And as I started to say, the house of God is not the building. Und wie ich am Anfang schon sagte, das Haus Gottes ist nicht ein Gebäude. It's you. Sondern du bist es. It's us together. Wir gemeinsam sind es. Then you can ask yourself the question. Und dann kannst du dir selbst die Frage stellen. Where do I fit in the building? Wo passe ich rein in das Gebäude? I could go and ask Alex. Ich könnte gehen und Alex fragen. Where do I fit in? Wo passe ich rein? Perhaps Alex has an idea. Vielleicht hat Alex schon eine Idee. That it could be good if you could clean the toilets. Oh, es wäre gut, wenn du die Toiletten putzt. Oh no, that's not a job. Oh nein, das ist keine Arbeit. Mm-mm. I don't want to do that. Nein, das möchte ich nicht tun. But that's just as important as it is to sit and play the piano. Aber das ist genauso wichtig, ja, am Klavier zu sitzen und Klavier zu spielen. Because everything needs to be in order. Denn alles muss in Ordnung, in einer Ordnung sein. When it is that, we can build the house. Und wenn das ist, dann können wir das Haus bauen. But the only one that actually know where your place is. Aber der Einzige, der eigentlich wirklich weiß, wo dein Platz ist, that's Jesus. Ist Jesus. Alex, he can have a think that he knows what would be good for you. Alex könnte so denken, oh, das könnte vielleicht gut sein für dich. But one that really knows it. Aber derjenige, der es wirklich weiß, ist Jesus. Ist Jesus. But how do I then find out where my place is? Aber wie kann ich dann herausfinden, wo mein Platz ist? Very simple. Ganz einfach. See Jesus. Suche Jesus. Spend time together with him. Nutze Zeit gemeinsam mit ihm. Not only Sunday morning in church. Nicht nur am Sonntagmorgen in der Gemeinde. But every day also at home. Sondern jeden Tag auch zu Hause. Just like we read in the first king. So wie wir im ersten Könige gelesen haben. The stones were made ready outside the building place. Die Steine wurden vorbereitet außerhalb der Baustelle. So you as a living stone would be prepared in your daily life with Jesus. Also wirst du vorbereitet in deinem täglichen Leben mit Jesus. Not in your time spent here on Sunday morning. Nicht nur in deiner Zeit, die du am Sonntagmorgen verbringst.